liebe Fußballfreunde, ein herzliches Willkommen heute am 30. Spieltag. Ich darf euch begrüßen, euer Van Bergen. Hier, TSG 1899 Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt, unser selbsternannter Erzfeind. Warum? Ja, das erkläre ich jetzt nicht mehr. Das haben wir ausgiebig erläutert in den ersten Folgen, warum Eintracht denn nicht so pralle ist. Naja, ich mach's trotzdem. Es liegt nicht an der Mannschaft, es liegt nicht an Frankfurt selber. Ich mag Frankfurt, das Stadion, ich mag die Stadt auch, aber die Verpflichtung von Christoph Daum zur Mitte der Saison 2010, 2011, das war wirklich ein Fehlgriff. Lieber Heribert Bruchhagen. So, in diesem Sinne sage ich, wir müssen gewinnen. Das steht fest. Wir müssen gewinnen, ihr habt den Vorbericht verfolgt. Wir müssen heute gewinnen und dann im Folgespiel gegen Leverkusen gewinnen. Und dann haben wir wirklich Chancen, noch an die Champions League Plätze zu knabbern. Die Europa League, die ist, ich habe nicht wirklich gerechnet, aber ich glaube, die ist schon in trockenen Tüchern. Da sind so viele Punkte Rückstand oder Vorsprung auf den Sechsten. Da unten steht Lapper schon. Der war schon ganz heiß drauf, eins zu schießen. Ja, der Vorsprung auf den sechsten Platz, der nun mal kein direkter Qualifikationsplatz ist für die Europa League, der ist so groß, das sind glaube ich schon über 10 Punkte. Oh, da kommt er raus, der Nikolov. Sehr schön, aber ich, wie gesagt, ich musste euch ein bisschen zurückhalten, beziehungsweise ein bisschen dieses Spiel vorenthalten. Ich kann es erst heute auf dem Dienstag aufnehmen, so wie auch erst euch heute präsentieren, so wie viele andere Let's Plays, die laufen jetzt wieder. Ein Großteil der regelmäßigen Zuschauer, es sind ja nun mittlerweile schon über 450, glaube ich, über 450 sind es ganz sicher, was ich heute gesehen habe. Da sind ja schon eine ganze Menge Leute, die regelmäßig zuschauen. Mich würde mal interessieren, wie viele davon natürlich zum Teil auch im Fußballmanager 11 Let's Play dabei sind. Da sind viele Namen, die ich von Anfang an schon gesehen habe. Wenn ich jetzt anfange, Namen aufzuzählen, dann fühlt sich der eine oder andere vielleicht nicht erwähnt, aber da sind Leute wie Krauersaut, Coca-Crack, ach Gott, ich krieg's ja gar nicht. Fan97 ist immer regelmäßig dabei, der Slim Ontario ist regelmäßig dabei und es sind so viele. Ich mache mir irgendwann mal die Mühe, am Ende der Saison mache ich mir auf jeden Fall die Mühe und schreibe alle Namen der Kommentare heraus, die ich regelmäßig und seit langer Zeit verfolgt habe oder die ich gesehen habe, die wirklich mit Tipps und Tricks bei der ganzen Saison dabei waren. Und mit denen, hoffe ich, gehen wir auch dann in die zweite. Und natürlich im Oktober, meine Lieben, es gibt kein Ende. Fußball ist ein Langzeitgeschäft. Und dann sehen wir im Oktober natürlich auch mal rein, wie es aussieht mit FIFA oder Fußballmanager 12 und FIFA 12, selbstverständlich. Ganz stark. So, jetzt gehen wir mal ins Spiel. Genügend Vorgeplänkel, 20 Minuten lang gequatscht. Jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Pini Lapper. Schön. Und es ist Tobias Weiß, der sich als Flügelstürmer, als Flankenverteiler wirklich so gut herausgetan hat in der Saison. Das habt ihr gesehen in den häufigen 3D-Spielen, wie präzise da seine Flanken immer wieder ankommen. Nur auf geht ihm dann, sag ich mal, Richtung Ende des Spiels, geht ihm ein bisschen die Luft aus. Oder vielleicht auch der Ehrgeiz, das weiß man nicht. Transfertechnisch haben wir ja schon wieder einen weiteren Spieler, ablösefrei auf unserer Pipeline, möchte ich mal sagen, auf unserem Transferradar. Das ist der gute Gosso, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich den Namen jetzt richtig behalten habe. Aus Frankreich, nee, der Ivora ist es, genau, aber spielt in der französischen Liga bei Monaco. So, jetzt die Möglichkeit, Lapper, Vorteil gelten lassen vom Schiri. Und Lapper rutscht da noch rein und muss aufpassen, dass er nicht den guten Nikolov erwischt. Ja, Frankfurt bisher relativ zurückhaltend. Wenig Chancen, aber jetzt mal mit einem Vorstoß, aber man hat dieses Altito, das sah schon gefährlich aus. Mein lieber Schieber. Ich habe es eben noch angekündigt, das sah ja richtig gemütlich aus, aber der Schuss, der war gefährlich. So eine Bogenlampe, so eine Laterne, sagt man dazu, oder so ein Bananenschuss, der sich irgendwie noch reindreht. Oft rühren solche Schüsse mehr den Zufall. Wenn du aber Topstars da stehen hast, da kannst du dich drauf verlassen. Oh, das ist Abseits, ganz klar. Wenn du Topstars da stehen hast, die aus 40 Meter so einen Ball mal zirkeln, dann weißt du, warum die im Jahr 2 bis 3 Millionen Euro verdienen. So, das war's Abseits, das brauchen wir uns nicht weiter reinziehen, das haben wir gesehen. So, Miliz nur mit dem weiten Abstoß. Es ist auch interessant, wichtig ist es auch, wie Leverkusen heute gegen den FC Bayern München spielt. Oh ja, schön durchgesetzt, Salihovic, schön! Direkt! Oh, Nikolov steht wieder sicher, Mensch! Aber schön, kleines Tänzchen im zentralen Mittelfeld.
Jetzt hat er Platz. Jetzt muss er es nur machen. Alleine vom Tor, jetzt geht er zurück. Nein, was macht er denn? Das gibt es faul. Unglaublich. Dieser, der da durchgehen können, der Klappstuhl. Salihovic nur mit dem Freistoß, das kann der gut. Und das ist Tor, 1:0 für Hoffenheim. Ja, Weltklasse, Salihovic. Schießt an der Mauer vorbei, direkt. Zack, oben drüber und da hat Nikolov gar keine Chance. Der geht so präzise rein, das haben wir schon öfter von ihm gesehen. Auch in der Hinrunde hatte kurzzeitig seine Position als Freistoßschütze verloren gegen Emre. Hat sich aber im Training wieder durchgesetzt und natürlich auch von den Empfehlungen unserer Co-Trainer. Lass Salihovic schießen, hieß es. Van Bergen, lass Salihovic schießen und es wird uns zurückgezahlt. 1:0 für Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Kurz vor der Halbzeit. Da geht weiter, Vorder gelten lassen. Da unten ist Beck, der kann den Ball wegbringen jetzt. Macht das auch. Auf Nummer sicher. Safety first. Und erstmal Einwurf für die Frankfurter. 42 Minuten gespielt. Köhler steht da bereit und zieht nochmal Volley ab. Aber geht am Tor vorbei. Gut ein, zwei Meter. So, die erste Halbzeit, meine Lieben, ist rum. Die Nachspielzeit wird schon angezeigt. Unten steht er bereit mit seiner Anzeigetafel. Er zählt das hoch, genau eine Minute. Gut gemacht, ne? Hab mich ein bisschen rumgesponnen und hat sogar geklappt. So, Andreas weg. Spielt auf Tobias Weiß, aber kleiner Fehlpass. Missverständnis dort auf der rechten Seite. Jetzt Salihovic wieder. Ganz stark bisher. Schön. Okay, wir gewinnen die Halbzeit, meine Lieben. Wir sehen uns gleich wieder. Und dann kommt auch Ryan Babel. Bis gleich. So, meine Lieben, wie versprochen, zwei Einwechslungen. Florian Schäfer, unser Jugendtalent aus der eigenen, ja, aus der A-Mannschaft, aus der A-Jugend, kommt heute rein für Simonic. Und Ryan Babel, selbstverständlich, mit seinem nächsten Einsatz, macht wieder bestimmt ein gutes Spiel auf der linken Seite für Shinedu Obasi. Hat ja oft schon ganz, ganz starke Akzente setzen können. Sein Talent kurz aufblitzen lassen. Da war er eben schon am Ball. Erste Ballbesitz, Salihovic nun. Ibisevic. Oh, da wird er übel umgefault. Der Schiegel ist aber Vorteil weiterlaufen. Das hätte doch unten gerne eine Verletzung sein können. Das sah ganz gefährlich aus. Lapper nun. Schön auf Tobias Weiß. Der hat viel Platz. Ryan Babel läuft mit rein. Steht unten bereit, aber Nikolov ist nun mal auch schon 3,80 Meter groß und holt sich den Ball. So, Emre am Ball. Auch von ihm eine ganz starke Entwicklung, hat sich gut in die Mannschaft eingebracht, hat sich gut reingefunden, übernimmt auch Leader-Funktion dort im defensiven Mittelfeld. Sicherlich können wir ihn als einer der, das sollten wir sowieso noch machen, das fällt mir gerade ein, als einer der, wie nennen sich diese, Mentoren in der Jugend beweisen. Da werden wir in den kommenden Vorbericht zum 31. Spieltag nochmal reingehen. Das ist die Möglichkeit und das ist 2:0. Was für ein Schuss von Ibisevic. Ganz stark. Was war denn da mit Nikolov los? Der Ball prallt nur kurz ab. Prallt ihn an den Händen ab. Er kann nicht richtig zufassen und lenkt ihn dann selber in die rechte Seite des Tors. In die linke Seite, entschuldigt bitte. Das ist Wahnsinn. Ach Gott, Nikolov, was hast du denn da für einen Bock gedreht? Und soll recht sein, Ibisevic. Das war ein strammer Schuss, natürlich. Der hatte seine 100, 110 km/h schon drauf auf diesem Volley. Direkt aus der Drehung. Aber er hatte ihn ja schon fast sicher. Das war jetzt wirklich technisch schlecht gemacht von Nikolov und ganz stark von Ibisevic. Der direkte Versuch, wurde dir auch direkt belohnt. 2:0 steht es hier nach 60 Minuten. Amanatidis. Viel Raum jetzt, die Frankfurter vor unserem 16 Meter. Das ist Orks, hat viel Platz, jetzt kann durchgehen. Bringt ihn hoch. Und der Schäfer, sehr schön. Wirft sich da in den Ball und köpft ihn raus. Tobias Weiß. Auf Andreas Beck. Tobias Weiß wieder. Pinim Lapa. Und da unten ist Salihovic. Spielt ihn auf Ryan Babel. Ryan Babel hat Platz. Rücken hoch mit einem kleinen Lupfer. Sehr schön die Technik. Schauen wir mal rein. Zabon Heines kommt nun für Pinim Lapa. Wie versprochen. Rotieren wir etwas an der Aufstellung und bringen den Spielern, der noch nicht so viele Einsätze hatten, auch mal die Möglichkeit, hier Akzente zu setzen. Und nochmal auf Praxis zu kommen. Auf Spielpraxis. So, Salihovic nun. Wird er gefoult. Direkt am 16 Meter Raum. Das gibt er heute einen Freistoß für Salihovic. Seine Lieblingsposition eigentlich. So ein bisschen rechts versetzt.
am 16-Meter-Raum. Das sind gut 18 Meter, aus denen er jetzt schießen muss. 18, 19 Meter. Schauen wir mal, was er draus macht. Er versucht sicherlich wieder direkt. Salihovic! Oh! Dieser packt dazu. Der gute Nikolov. 70 Minuten gespielt. Zabon Heine ist mittlerweile drin. Geholt vom West Ham United als Ergänzungsspieler. Nächstes Jahr werden wir ihn brauchen, wenn wir international spielen. Da werden wir brauchen. Seine Erfahrung, die er natürlich auch in der englischen Liga gesammelt hat, die wird uns weiterhelfen. Wir werden viel rotieren müssen. Er kennt es vielleicht, die englischen Wochen. Oder auch, sag ich mal, diese Doppelbelastung durch Pokale, durch internationalen Wettbewerb. Und da werden wir unseren Kader noch weiter in die Masse oder weiter in die Breite verstärken müssen. Ergänzungsspieler, nicht nur. Auch noch den einen oder anderen Star vielleicht ranholen. Für die Offensive, da werden wir schauen. Wir müssen natürlich auch schauen, dass unsere Mannschaft nicht zu sehr transfergeschwächt ist, in die neue Phase geht. Denn unsere Spieler sind alle begehrt mittlerweile. So eine Leistung, die wir hier abgerufen haben in der Saison, da melden sich natürlich sofort die Vertreter, die Scouts großer Mannschaften aus ganz Europa stehen bei uns vor der Haustür und wollen unsere Spieler haben, gerade die Jungen oder auch die Guten. Ibisevic zum Beispiel. Das Salihovic kann nicht richtig in den Ball, wollte sich ein bisschen vorlegen und dann direkt Volley draufzimmern, aber hat nicht ganz gereicht. 77 Minuten, ich bin gespannt, welche Angebote reinkommen werden. Sicherlich können wir davon profitieren, wir müssen das Geld mitnehmen. Wir können es uns nicht leisten, einen FC Barcelona, ein Manchester United oder auch vielleicht ein Bayern München vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, du kriegst unsere Spieler nicht. Das ist unrealistisch, das ist Utopie. Wenn dieses Angebot stimmt, ist der Spieler weg. Ganz klar. Ibisevic geht da hinterher, hinter Kayo. Er setzt sich aber immer schön durch. Halil Aldintop, der kleinere Bruder von Hamid, der nun beim FC Bayern München noch spielt und zum Real Madrid geht. Das ist die Möglichkeit. Ibisevic jetzt, ein schneller Konter. Spiel mal rüber auf Brian Babel, der steht doch schon schön breit da vorne. Marvin Komper auf Emre. Das ist Ibisevic wieder. Macht viel Raum, geht weit zurück bis zum Mittelfeld. Bleibt nicht einfach vorne stehen, sondern bewegt sich viel auf dem Spielfeld. Bietet sich immer wieder an, kriegt auch den Ball dementsprechend und kann ihn auch verwerten. Nun der Weide, pass auf, Zabon Heines, der steht vorne. Wollte sich dagegen zwei Verteidiger durchsetzen, aber das war dann sicherlich einer zu viel. Und Zabon Heines kommt nicht an den Ball heran. Von ihm aber bisher eine ganz solide Leistung, das sieht ganz gut aus. Florian Schäfer gefällt mir auch sehr gut. Er muss ein bisschen mehr Gas geben als ein erfahrener Simonic. Er muss die Fehler, die er vielleicht im Stellungsspiel macht, die muss er durch Laufbereitschaft wieder ausgleichen. Das macht er sehr gut, der Florian Schäfer. Ibisevic nun, oh, da war er diesmal unten, der Nikolov. 3 Minuten Nachspielzeit, der Schiri guckt schon auf die Uhr. Ich denke mal, noch ein Angriff lässt er durchlaufen, ansonsten pfeift er ab. Das ist Andreas Beck. Zabon Heines nun am Ball. Bringt den Ball auf Tobias Weiß. Der hat noch wieder Platz, wieder Zabon Heines. Der bringt ihn schön hoch, auf Ibisevic. Aber nicht verwerten. Ich denke, das war's gewesen. Ja, das ist der Abwehr, meine Lieben. Ein 2:0 gegen Frankfurt. Ein solides Ergebnis. Ein gutes Ergebnis. Leistungsgerecht, ganz klar. Gute Einzelaktionen unserer Spieler. Natürlich aber auch in der Gesamtheit. Die Abwehr wird immer stabiler. Mehrere Spieler haben wir jetzt schon unsere Abwehrschwäche in der zweiten Halbzeit abstellen können. Wir kommen langsam in Form. Wir haben uns gefunden als Mannschaft. Natürlich ziemlich spät in der Saison. Aber lieber zu spät als gar nicht. Und das bringt uns in Richtung... Ja, in Richtung Champions League, würde ich mal sagen. Wir schauen mal drauf, wie die Leverkusener gespielt haben gegen Bayern München. An der Stelle müssen wir natürlich Bayern München die Daumen drücken. Sebastian Milic, Spieler des Tages. Wir gucken uns die Tabelle an. Bayern und Leverkusen spielen 1:1, ein Unentschieden. Hilft uns nicht wirklich weiter, das heißt aber nach wie vor 3 Punkte Rückstand auf Leverkusen. 4 bis auf Wolfsburg, die weiter... versuchen natürlich Bayern das Leben schwer zu machen. Ansonsten für uns heißt es, Champions League rückt ein bisschen weiter entfernt. Wir könnten jetzt Leverkusen einholen, nicht direkt. Wir könnten sie einholen von den Punkten, aber sie haben eine wesentlich bessere Tordifferenz. Da müssten wir schon 12 Tore zu 0 schießen und das halte ich für unrealistisch an der Stelle. 45 Punkte hat der 6. Platz. Bei aller Liebe, der kann uns fast gar nicht mehr. Doch, die könnten uns sogar noch einholen. Sie könnten noch. Es sind noch 4 Spiele drin. Da ist noch eine ganze 12 Punkte. Da könnten sie uns nochmal das Leben schwer machen. In diesem Sinne sage ich, bleibt noch ein bisschen spannend. Ich denke mal, Europa League könnten wir mit einem Auge schon abhaken. Und Champions League bleiben wir weiter dran. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Und wir sehen uns zum 31. Spieltag, meine Lieben. Mit Vorberichten, allem drum und dran. Euer Van Bergen. Ciao.